Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Samstagnachmittag, 14:15 und damit heißt es Zeit für die Regionalliga West. Und damit herzlich willkommen bei der Partie zwischen der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und dem SV Lippstadt 08. Er kommt auf den kurzen Pfosten, der kommt gut und er ist dann an der Latte. Richtig gute Gelegenheit für die Gäste. Da hätte es beinahe schon geklingelt. Ja, stehen jetzt hier wieder sehr hoch die Lippstädter. Beide Mannschaften mit einer hohen Verteidigung. Borges Sanchez, da muss er aufpassen, da darf er den Ball nicht verlieren. Und das ist jetzt schon die Möglichkeit. Hallbauer kommt zum Schuss, Hallbauer probiert es da aus der Distanz. Knappes Ding. Holtkamp in die Mitte, wieder Meier und Holtkamp und der kommt gut und Altun ist da, das ist die große Gelegenheit und Brüll pariert den klasse, da kommt er gut raus, verkürzt den Winkel. Hallbauer, Meier, der da als Anspielstation bisher hervorragend funktioniert. Jetzt vielleicht mal der Konter der Gladbacher, Borges Sanchez, der hat natürlich das Tempo, jetzt könnte es schnell gehen. Telalovic, Meuer ist in der Mitte, Meuer bekommt auch die Kugel, Meuer mit der ersten guten Chance für Gladbach und da steht es 1:0 für die Gastgeber. Steffen Meuer erzielt das Tor und das ist nicht verdient, aber den Gladbachern wird es egal sein. Mit der ersten Chance treffen sie hier, Telalovic setzt Meuer ein und der bleibt ganz, ganz cool vor Balkenhoff und schiebt die Kugel rechts flach ein. 1:0 für die Borussia. Sprinkelmeier geht da mal nach vorne, der Innenverteidiger. Das ist Altun, er sucht Meier. Meier mit der Chance, Meier scheitert an Brüll, der hier gut pariert. Und nächster Eckstoß, diesmal Meier. Und da ist die Riesengelegenheit. Und es geht weiter, nächster Schuss. Also, er brennt immer wieder lichterloh im 16er, der Gladbacher. Für die dänische Mannschaft Midtjylland. Ja, schauen wir erstmal hier, was Telalovic macht. Schickt Kader. Kader wieder im 1 gegen 1. Kader könnte das Tor machen und er macht das Tor. 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Sind die effizient? Sind die eiskalt vom Tor? Das ist ja nicht zu glauben. Und es ist wieder Telalovic. Das gibt's ja nicht. Der seinen Kollegen hier einsetzt. Chagatay Kader. Und er macht jetzt hier sein Tor für die Gladbacher. Erster Treffer im Trikot der Borussia. War immer wieder gefährlich im ersten Durchgang. Meier bringt die Kugel wieder. Ist er gut und wieder wird es brandgefährlich. Und der Sprekelmeier, der tritt das Hütchen da weg. Denn er weiß, den hätte er machen können. Fraulo. Ja, man sieht schon, dass der am Ball einiges drauf hat. Genauso wie er hier, Borges Sanchez. Borges Sanchez, den darf man nicht zu viel Platz geben. Borges Sanchez an die Latte. Gerade sage ich es, nicht zu viel Platz. Und dann haut er so ein Ding raus. Es geht aber weiter hier. Kurt in Flankenposition bringt ihn in die Mitte. Balkenhoff mit der Faust. Und Lofolomo. Hallbauer in die Mitte, am kurzen Pfosten geklärt. Altun. Ja, vergisst er den Ball. Das eröffnet die Kontermöglichkeit für Telalovic. Und das ist jetzt fast schon eine 3 gegen 1 Situation. Telalovic, rechts ist Borges Sanchez. Müsste er jetzt irgendwann rüberspielen. Telalovic macht das gut. In der Mitte immer noch Borges Sanchez, völlig frei. Braulo kommt da nicht an die Kugel. Und doch sollten auch alle anderen natürlich in der Lage sein, hier zu treffen. Hallbauer bringt die nächste Flanke. Und da ist der Kopfball und da ist das Tor. Gerade sage ich es, Ortmann ist da, der Joker. 2:1, klasse Flanke Hallbauer und dann hat Ortmann da kaum Probleme, den einzuköpfen. Wir schauen nochmal drauf, die Verlagerung und dann ist es mal wieder eine Hallbauer Flanke und Lofolomo geht da nicht hin und so Ortmann nickt den einfach ein, muss nicht mal hochsteigen. Das gibt Raum für Meuer. Ja, Fraulo, Platz, Telalovic, 1 gegen 1, Telalovic. Macht er sein Tor, Telalovic, Winkel wird gegen, aber das ist kein Problem für Semir Telalovic, der hier zu 3:1 trifft. Das gibt es nicht, es sind immer diese Bälle in die Schnittstelle. Hier ist es Fraulo, der Telalovic einsetzt und der spitze Winkel, der macht nichts für Telalovic, der hier einfach einschießt zum 3:1. Semir Telalovic, Wahnsinn.
denn da machst du das 1-2 und dann kommt direkt wieder so ein Gegentreffer. Das ist natürlich unfassbar bitter und da ist der nächste Steckpass und Borges Sanchez, das gibt's doch nicht. Macht er wieder hier das gleiche Tor wie zuvor. Borges Sanchez, was macht er denn? Lässt sich ganz viel Zeit. Borges Sanchez, immer noch, Wahnsinn! Borges Sanchez, 4-1, klasse gemacht, dann doch. Lässt sich Zeit, bleibt cool, zeigt seine technischen Fähigkeiten. Hier, die Bewegung, die jetzt kommt, klasse gemacht, Borges Sanchez. Und dann drückt er mit links ab ins kurze Eck. 4-1 für Borussia Mönchengladbach. Kader, kann ich euch sagen, ist wieder auf dem Feld und läuft auch rund. Kommt die Flanke wieder, Delifair mit der nächsten Chance, Delifair macht sein Tor und schaut euch den Jubel an, der Junge freut sich und der holt sofort die Kugel, 2-4. Wir gucken nochmal drauf, das ist die zweite extrem gute Chance für Delifair und wieder macht er das Gute in der Ballannahme und dann der Schuss aus der Drehung, der junge Mann mit dem 2-4. Geht da eventuell nochmal was für die Lippstädter? Die Fans springen immer noch, ihr hört sie auch noch, Delifair bringt die nächste Ecke. Brühl könnte rausgehen. Oh, da ist der nächste Kopfball, die nächste Kopfballchance. Und das ist es. Die Partie ist vorbei. Borussia Mönchengladbach schlägt den SV Lippstadt 08 mit 4-2. Und das geht aufgrund der Effizienz, aufgrund der Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor auch so in Ordnung. Auch wenn die Lippstädter keine schlechte Partie hier gezeigt haben. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.